Es ist der 21. Weihnachtstrager, also unter dem Titel Weihnachtstrager. Hilfstransporte laufen eigentlich seit 1989. Wir werden wieder mit 39 LKWs in 4 Länder starten, 2 Konvois nach Rumänien, einen nach Albanien, einen nach Bosnien. Personal stellen wir Johanniter meistens die Konvoileiter, haben auch einen eigenen LKW noch dabei, der mit nach Rumänien Nord fährt. Und dann natürlich Speditionen so, und Firmen wie die Firma Zott, Firma Appel hier im Landkreis, die uns mit Fahrzeugen unterstützen und auch teilweise den Sprit übernehmen, so wie Zott. Oder dann die Spenden, die an diesen Paketen dran sind, dieser eine Euro für den Transport, die finanzieren den ganzen Transport dann. Wir haben hier immense Spritkosten natürlich, Mautgebühr fällt zum Teil an, Österreich befreit uns zum Beispiel, Zollgebühren zum Glück nicht mehr, aber gerade in dem Bereich sind wir natürlich auf Spenden angewiesen oder Firmen, die einfach Fahrzeuge zur Verfügung stellen und auch Teile davon übernehmen von der Fahrt. Zott unterstützt jetzt die Johanniter Weihnachtstracker-Aktion zum 5. Mal in Folge. Es geht um Pakete, die an Bedürftige in Rumänien, Albanien und Bosnien-Herzegowina verteilt werden. Zott unterstützt ganz konkret, indem sie einen LKW zur Verfügung stellen, die den Dieselkraftstoff übernehmen, die Kosten dafür und Mitarbeiter freistellen. Zusätzlich unterstützen wir im Rahmen dieses kleinen Weihnachtsmarktes, sammeln wir Spenden und unterstützen damit die Johanniter Unfallhilfe. Thank you.